Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Einige von euch haben es vielleicht schon auf Instagram oder Facebook mitbekommen. Diese Woche haben wir eine kleine, spontane, feine Aktion für euch, in der es 4 neue Produkte gibt. Eigentlich hatten wir jetzt im Oktober schon einen Release, aber wir haben sehnsüchtig gewartet auf die Produkte, die jetzt tatsächlich angekommen sind. Und dann haben wir gedacht, wir können die nicht bis November liegen lassen. Es wird Zeit, jetzt die Weihnachtssaison zu starten. Deshalb möchten wir mit euch gerne am Freitag den Weihnachtssaisonstart bei Create a Smile quasi feiern und bringen euch dafür 4 weihnachtliche Produkte, die ihr aber gar nicht nur für Weihnachten benutzen könnt und die sehr, sehr, sehr viel Spaß machen. Ich hatte das große Glück, schon die ein oder andere Karte damit zu machen. Vielleicht habt ihr auch schon ein bisschen was auf Instagram gesehen. Da habe ich schon ein paar Karten gepostet. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einmal die 4 Produkte, die da kommen und dann auch die Beispiele damit, damit ihr dann hoffentlich sehr inspiriert seid und euch mit uns gemeinsam auf die Weihnachtsbastelsaison freut. Wir starten mal mit unserem A5 Hintergrundstempel. Das ist ein Hintergrundstempel mit ganz viel Text. Da hatten wir schon mal einen zum Thema Geburtstag, der euch sehr gut gefallen hat. Deshalb dachten wir, da müssen wir auch mal was mit Weihnachten machen. Der hier ist allerdings ein bisschen anders, weil die ganzen Worte von mir gelettert sind. Ich habe die also gelettert und dann so nebeneinander gesetzt, dass die jetzt so ein Gesamtbild ergeben. Ich zeige euch das mal. Da stehen dann so Worte wie Fest, Stern, Funkeln, Tannenbaum, Christbaumkugel, Glöckchen, Engelshaar, Sternfunkeln, Festschmaus, Schneemann, Rentier, also ganz, ganz viele Worte, die mit Weihnachten zu tun haben und die wiederholen sich immer wieder. Also es sind nicht, jeder Textbaustein hier ist ein einzelnes Wort, sondern die wiederholen sich und ergeben so dann ein Muster. Kann man super cool embossen oder wenn man es stempeln möchte, am besten mit Pigmentstempelkissen, weil die Linien zum Teil, das seht ihr hier auch, ziemlich fein sind und mit einem Pigmentstempelkissen kriegt man das beste Ergebnis. Ich zeige euch da mal die Beispiele. Hier habe ich zum Beispiel das Ganze auf Vellum embossed. Wer Vellum nicht saugt, wird der Abdruck da besonders klar. Das habe ich vorher mit Distress Ink eingefärbt. Habe dann unsere Stars und unseren Santa dazu genommen. Und ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Das Weiß auf Rot ist sowieso eine Farbkombi, die ich sehr mag zu Weihnachten. Als zweites habe ich uns den Fuchs von Cool Buddies nochmal rausgeholt. Das ist ja eins unserer allerältesten Sets, die aber immer noch gut bei euch ankommen. Und habe hier mit Pigmentstempelkissen, da habe ich mit dem Versa Magic in, ich glaube, Spanish Olive, habe ich dann auf so olivgrünen Cardstock gestempelt. Und das ist wirklich knackig scharf geworden. Man kann jedes Wort sehr gut lesen. Das mag ich sehr. Allerdings habe ich hier nur Reste verwertet, denn die eigentliche Karte, und damit kommen wir auch schon zum nächsten Produkt, die ich machen wollte, war diese hier. Also, wir fliegen mal zum nächsten Produkt. Hier seht ihr erstmal noch den Hintergrundstempel, auch mit Pigmentstempelkissen, wie gesagt, mit Spanish Olive. Und hier seht ihr unseren Santa. Und Santa sitzt auf dem Motorrad. Die Idee war eine Gemeinschaftsidee von Timo und Nina. Der Timo hatte vorgeschlagen, ein Tier auf einem Motorrad zu machen. Die Nina sagte, wie wäre es denn mit einem Weihnachtsmann? Die Idee fand ich super und dann haben wir die zusammen noch ein bisschen ausgesponnen. Und wozu das so führte, zeige ich euch gleich. Aber ich bin den beiden sehr, sehr, sehr dankbar für diese Ideenkombi. Manchmal sitzen wir so am Schreibtisch und schmeißen uns die Ideen gegenseitig hin und her und machen dann so ein gemeinsames Brainstorming. Das ist immer sehr, sehr fruchtbar. Und da kam dann eben auch die Santa-Idee bei rum, die ich sehr mag. Ich habe unsere Pop-Up-Slider-Stanze benutzt, um die Karte zu machen, damit der Santa jetzt wirklich durch die Gegend fahren kann. Und habe hier eben dann so ein Stück Folie genommen, um die Sprechblase quasi schwebend da anzubringen. Ich finde, der Hintergrund mit dem Santa macht sich auch sehr gut. Also fliegen wir mal zu Santa rüber. Das ist das Set Express-Lieferung. Das gibt es auch auf Englisch. Da ist es Express Delivery. Und das beinhaltet nämlich nicht nur den Santa, sondern ihr seht es schon, auch einen Beiwagen. Den könnt ihr hier mit diesen Stangen festmachen. Also mit einem Beiwagen. Und in den Beiwagen kann man seine Freunde setzen. Also entweder so ein Bärchen, der auch eine ziemlich coole so ein Fliegerhelm mit Brille aufhat und ein Fähnchen schwenkt und eine sehr, sehr coole Lederjacke anhat, glaube ich. Dann haben wir einen Schneemann dabei, wir haben ein Rentier dabei und natürlich kann Santa auch Geschenke bringen. Das heißt, ihr könnt auch Geschenke in den Beiwagen stempeln. Und dann macht die Expresslieferung, die gerade noch rechtzeitig kommt, natürlich auch Sinn. Außerdem hatte der Timo sich ein Brummen dazu gewünscht. Das gibt es auch. Auf Englisch ist es Vroom. Das ist also das Set Expresslieferung. Und ich glaube, dass man hier auch noch diverse andere Figuren reinstempeln kann, wenn man das möchte, die man dann halt eben maskieren muss. Und ich glaube, so wird da richtig ein Schuh draus. Das Coole ist, das zeige ich euch jetzt direkt mal, dass der Santa gar nicht nur als Santa funktioniert, sondern auch wunderbar einfach als Motorradfahrer. Ich habe mal aus dem letzten Release die Herbstsachen nochmal rausgeholt. Zum Beispiel den Layered Leaf Stencil.
und habe den eben so als Hintergrund drumherum gemacht und habe den eigentlichen Weihnachtsmann dann mit anderen Farben koloriert und schon hat er mit Weihnachten gar nicht mehr so viel zu tun. Der hat jetzt also eine Lederjacke und eine Jeans bekommen, hat ein blaues Motorrad und ich finde, so kann man ihn das ganze Jahr lang nutzen. Der passt also auch nicht nur in den Herbst, der passt auch, wenn im Frühjahr die Motorradsaison losgeht, kann man den auch dann fantastisch benutzen. Und dann macht es sicherlich auch Sinn, dass man in den Beiwagen eben vielleicht nicht unbedingt das Rentier und den Schneemann setzt, sondern vielleicht was anderes. So, das ist also das. Jetzt zeige ich euch meine Karte mit Beiwagen. Hier habe ich also das Rentier in den Beiwagen gesetzt. In so, ich habe das Ganze in so einem, die BG70er sind das, die Copics. Das ist so ein Blau-Grauton, den ich unheimlich gerne mag, der auch super zu dem Petrol-Cardstock von Faltkarten passt, wie ihr hier seht. Und hier habe ich den Hintergrund eben auch embossed und dann gewischt mit dem neuen Hintergrundstempel Weihnachtsstimmung. Gepasst also super zusammen. Hier habe ich nochmal was, was so ein bisschen so aussieht, als wäre der Weihnachtsmann im Herbst schon mal mit seinen Geschenken unterwegs. Der ist also unterwegs und kommt dann hoffentlich pünktlich zum Fest noch an. Und das Coole ist, dass ihr aber gar nicht nur den Weihnachtsmann, der natürlich der absolute Fokus in dem Set ist, benutzen könnt, sondern ich habe hier auch mal eine Karte gemacht, wo ich den gar nicht mitbenutzt habe, sondern nur den Schneemann mit den Geschenken und auf so eine Kante gesetzt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist hier so ein bisschen angehoben und dahinter so ein bisschen blau gewischt. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Für alle, die in der Facebook-Gruppe eifrig die Kommentare mitgelesen haben, das hier sind die besagten Sternchen, über die Nina sich so gefreut hat. Und zu denen kommen wir gleich noch. Merkt euch also schon mal, dass es kleine Sternchen gibt. Hier habe ich dann noch den Schneemann einmal in den Wagen gesetzt, habe den Hintergrund ganz, ganz, ganz schlicht gehalten, habe drunter gestempelt, Stille Nacht von wegen. Und das war's. Und da ist er dann auch wieder ein Santa. Also ihr seht, man kann sehr, sehr unterschiedliche Sachen dann machen. Es kann weihnachtlich werden, es kann herbstlich werden. Ihr könnt den Beiwagen benutzen, müsst ihn nicht benutzen. Ihr könnt den Santa benutzen, müsst ihn nicht benutzen. Also ich glaube wirklich, dass man damit in einem Set ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten kriegt. Und das ist ja immer was, was ich sehr liebe. So, das nächste Produkt, das wir haben, und jetzt kommen wir zu den Sternchen, ist das kleine A7-Set eingepackt. Eingepackt enthält drei Geschenke und passendes Schleifenband dazu und dann hier so ein paar kleine Akzente, die man draufstempeln kann, um Geschenkpapier zu stempeln. Und da gibt es unter anderem eben dann auch diese drei kleinen Sternchen oder drei kleine Herzchen. Wir hatten erst überlegt, ob wir die Muster genau passend für die Pakete machen, aber dann hätte man sie wirklich fast nur dafür benutzen können. Und so kann man die eben auch wie hier als so kleine Akzente benutzen. Deshalb dachte ich, ist das die bessere Lösung. Dass man die nämlich noch ganz anders einfärben kann, das zeige ich euch jetzt. Passend dazu, zu dem Set eingepackt, kommt nämlich der Stencil Geschenke. Und es ist tatsächlich so, dass jede dieser Geschenkformen einmal auf dem Stencil vorkommt, sodass man den Stencil einfach drüberlegen, durchwischen kann und schon ist das koloriert. Ich zeige euch dafür mal ein Beispiel. Hier habe ich nicht gestempelt, hier habe ich nur den Stencil benutzt. Hier habe ich also dann die unterschiedlichen Pakete mit den unterschiedlichen Schleifen, die hier auch vorkommen. Und hier sind die Schleifenbänder, ne, von dem großen und von dem kleinen Paket sind hier die zwei Schleifenbänder. Und da kann man halt Muster mitwischen, entweder Streifen oder Punkte oder lasst die Pakete einfarbig. Das habe ich hier im Hintergrund gemacht und habe dann unsere Party-Present-Stanze, die super dazu passt, oben drauf geklebt. Und schon seht ihr, das hat mit Weihnachten gar nicht mehr so viel zu tun. Kann man also auch super für Geburtstage und Co. benutzen, wie das mit Geschenken nun mal so ist. Aber jetzt kommen wir doch nochmal zum weihnachtlichen Teil. Hier habe ich die Stempel genommen und das Ganze weiß embossed. Und dann habe ich mich für die Streifen und Pünktchen entschieden und habe die da drüber gelegt und so den Paketen ein Muster gegeben. Ich habe das Ganze schon auf farbigem Cardstock gemacht, deshalb musste ich durch das Hauptmotiv hier oben nicht wischen. Habe das Ganze einfach auf farbigem Cardstock gemacht, dann immer passend dazu die Farbe gewählt zum Wischen. Und so eine sehr, sehr schlichte Karte gemacht, die einfach nur noch ausgeschnitten, ausgeklebt. Das ging relativ flott. Das Ausschneiden hat eigentlich am längsten gedauert. Und selbst das war relativ problemlos zu machen. Und dann habe ich noch etwas, das sollte eigentlich ein bisschen weihnachtlicher werden. Das hat mit meiner Farbwahl aber nicht so geklappt. Aber ihr seht, hier sind Sternchen drauf und da sind kleine Schneeflocken drauf und da sind kleine Bäumchen drauf. Und hier habe ich eben auch die Punkte benutzt und die gar nicht für die Geschenke genutzt, sondern die Pünktchen haben wir hier, sondern einfach als Akzente. Und hier habe ich dann eben die Pakete koloriert und nicht gewischt. Also noch einmal die vier Produkte zusammengefasst. Wir haben also eingepackt und Geschenke.
Wir haben den Hintergrund Weihnachtsstimmung und wir haben die Expresslieferung. Das ist das Release dieses Mal. Ist also wirklich nur ein ganz kleines, nur was kleines, feines, weil wir mit euch den Saisonstart feiern möchten. Jetzt habt ihr also einen Überblick bekommen über das, was da alles kommt. Ich hoffe, es inspiriert euch und macht euch genauso Spaß wie uns. Jetzt haben wir noch eine kleine Sonderaktion für euch, weil das Ganze ja ein besonderes Release ist. Das war so eigentlich nicht geplant, weil wie gesagt, eigentlich wollten wir im Oktober nur eins machen. Es kommt alles ein bisschen anders aus. Und deshalb, weil wir den Saisonstart wirklich mit euch feiern wollen, gibt es eine kleine Sonderaktion. Wir bieten nämlich diesmal exklusiv in diesem Release das Release auch als Bundle-Option an. Ihr könnt also alle Produkte einzeln kaufen oder ihr kauft sie als Bundle. Das heißt, ihr spart insgesamt 3,90 Euro, die ihr dann vielleicht für irgendwas anderes Schönes brauchen könnt. Jetzt seid ihr also dran, flitzt mal runter in die Kommentarfunktion und sagt uns, wie euch das Ganze gefällt und worauf ihr euch am meisten freut. Bald gibt es dann hier auch wieder ein Kreativvideo von mir, wo ich ein Tutorial für euch habe. Ich komme leider gerade zu nichts, weil hier so viel los ist, aber in Kürze gibt es dann auch bald wieder kreativen Input von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, ich lese den einen oder anderen Namen am Freitag. Macht's gut, bis dann!